Happy, 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 happy Home Designer. Happy, 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 happy Home Designer. Happy, 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 happy Home Designer. Feurio zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Happy Happy Home Designer mit Miri und Balui. Ja, ich bin Miri. Ja, ich bin Fred. Nein, halt. Was? Nein, das ist Carlotta. Toll, das kann nur mein Onkel Fred. Erst gestern habe ich mit Miri, nein, Bar-Miri, gesprochen, wie man am besten Kundenpflege betreibt. Hat jemand in den Kommentaren bei dir geschrieben, ne? Das ist eine gute Idee. Und heute hast du die Idee schon in die Tat umgesetzt. Ah, keine große Sache. Altes Telefon, umgebaut, fertig, zack. Oh, jetzt kommt das NFC-Erklärungsding. Naja, zack, nicht ganz knifflig, Nachtschicht, wumm. Was? Jetzt erklärt er, wie das NFC lesen. Ah. Müssen wir das vorlesen? Ja. Ah, guten Morgen, Bamiri. Sieh nur, dieses Telefon. Das hat Fred gebaut. Wow, sieht scheiße aus. Damit kann man jederzeit alle möglichen Leute anrufen oder so. Fred, könntest du Bamiri vielleicht einmal erklären, wie man das verwendet? Tag, Bamiri. Gestern höchst produktiv, wumm. Halt, nochmal von vorne. Ganze Geschichte. Gestern Carlotta Idee gehabt. Neukundenwerbung aktiv. Fred sofort dabei. Mit Rat und Tat. Technische Umsetzung gleich mal was gebastelt. Das Amiibo-Symbol, Amiibo-Phone. Normales Telefon, nix da. Amiibo-Symbol, Amiibo-Phone. Neue Generation. Telekommunikation 2.0. Zack. Ach ja. Klar, tolle Sache möglich. Wenn man ein Nintendo 3DF-Bla-Gerät hat, dann geht's los. Kunden anwerben, Telefonnummer braucht man nicht. Alles vollautomatisch, wumm. Okay. Und wenn man kein NFC-Leseschreibgerät hat und keine Amiibo-Karten für Animal Crossing? Oh, war ja nicht ganz zu Ende gedacht. In dem Fall, hübsche Deko. Jedenfalls, mit diesem Telefon falsch verbunden, nie wieder. Ja, hübsche Deko? Ja. Aha. Jetzt weißt du in etwa, worum es geht. Also vergiss nicht, dass es das Amiibo-Symbol Amiibo-Phone gibt. Eines Tages könnte es dir nützlich sein. Das sieht so scheiße aus. Richtig. Bis jetzt hattest du ja nur mit Neukunden zu tun, Miri. Bamiri. Kannst du kannst du auch deine Stammkunden Komplett-Designs und Neubauten anbieten. Verwende ruhig das Amiibo-Symbol Amiibo-Phone. Geh in die Stadt oder besuche das Haus eines Kunden. Ich überlasse die Methode ganz dir. Versuch einfach heute irgendwo ein Bauprojekt zu finden. Alles klar, dann wünsche ich dir viel Erfolg. Also ich gehe vor die Tür und suche was, glaube ich. Ja, ich rufe auch niemand neu an. Warum soll ich wen anrufen? Ja, ich kann das Amiibo-Phone benutzen. Ja, okay. Tutorial, bla, bla, bla. Warum steht das da nochmal? Haben die mir das nicht gerade vor 5 Sekunden erklärt? Ja, ich weiß auch nicht. Geh mal raus. So, was rennt denn bei dir so rum und war bei mir? Eine Katze und ein Eichhörnchen. Oh, du hast eine Katze. Ich habe auch eine Katze. Ist das die Obst? Ist nicht nur gesund, es sieht auch gut, irre gut aus? In einem Fernostzimmer entspannen, das will ich. Okay, boah, eine Hütte mit einem fetten Pool wäre echt das fett. Das Schwarz-Weiß-Ding habe ich jetzt auch. Euch beide hatte ich schon, ne? Hallo? Mit euch hatte ich doch allen schon Kontakt. Drei neue. Einmal das Schwarz-Weiß-Pferd, was ich nicht machen will, das sah bei dir schon so schrecklich aus. Ein buntes Haus ist wie eine riesige Spielzeugkiste. Hier ein Eichhörnchen, Scheiße. Das Entspannung mit Stil und hochwertigen Möbeln möchte. Und eine Katze im Fernostzimmer. Boah, ich glaube, ich nehme die Katze. Ich nehme eine fette Hütte mit einem Pool, wäre echt fett. Was? Haus mit Pool. Schon wieder eine Känguru-Tante. Ja, die hatte ich, als ich das Spiel schon mal angefangen habe, auch schon. Na, sieh mal eine an. Du bist also einer von der Immunook-Truppe. Respekt. Meine Connection sagt mir, dass du der Mann bist, wenn es drum geht, Dinge erledigt zu bekommen. Stimmt das? Kannst du mir eine neue Hütte zaubern? Du weißt doch, was harte Nachteulen mögen. Wie harte Nachteulen. Und Gänseblümchen, denk dran, eine Hand wäscht die andere. Ja, überlass das mir. Jetzt ich? Ja, na, bitte, warte, kann ich behilflich sein? Okay. Ach, du bist bei Immunook beschäftigt? Das ist ja interessant. Ein meinem extravaganten Charakter entsprechendes neues Haus muss her. Schließlich will ich mich nicht zum Gespött der Leute machen. Dürfte ich dich mit dem Bau beauftragen? Ja, überlass das mir. Ach, prächtig. Ich erwarte das Resultat mit Spannung, Kätzchen. Jetzt muss ich Carlotta lesen bei mir. Nun denn, warum Silvia, du? Dann lass uns mal ernst machen mit dem Hausbau. Also, Balui, such ein Grundstück aus, das zu unserem Kunden passt. Bei mir steht das Gleiche, von dem her können wir das einfach gleich lassen. Extravagant. Oh, wo passt denn extravagant hin? Wo passt denn ein Pool hin? Ich finde den Strand.
Oh, das ist ja cool hier. Oh, ist das schön. Sogar die richtige Jahreszeit. Also ich habe schon was gefunden. Streber. Eine Hütte mit Pool, weißt du, da kann ja das scheißegal sein, wo ich es hinsetze. Ich glaube, es interessiert sie auch irgendwie nicht so wirklich. Nein, das interessiert die nicht. Ich kann die gleichen Locations wählen wie beim letzten Mal. Oh, warum? Die geht nicht voll. Das ist doch doof. Ich hatte echt gedacht, dass das immer individuell ist. Nee, du kannst nicht die Karte voll machen, das ist immer. Du kannst das Grundstück einfach 500 Mal bebauen, das ist denen egal. Okay. Bereit? Ja, ja. Okay. Nun gut, Silvia, damit hätten wir die Grundlagen für dieses Projekt gelegt. Das könnte ich theoretisch auch machen. Ja, dann fahren wir doch. Bamiri, fahr doch bitte gleich mit Franka oder Silvia zum Grundstück. Alles Weitere liegt in deinen Händen. Yay. Yay. Franka. Franka ist meine Katze. Franka. Franka, die Franka. Katze. Wollen wir auch eine Katze Wir sollten uns eine Katze holen, die Franka heißt. Ah, ja. Das ist eine ganz bunte, die hat so grüne Flecken an der Seite. Jetzt ist ernst. Selbst so eine Hartnuss wie ich ist da total aufgeregt. Knarf. Lass die Ideen sprudeln. Das Ergebnis kann ich kaum erwarten, Kätzchen. Fernost-Flair. Was versteht sie denn von einem Pool? Sie will ein Haus mit Pool und das ist ein Planschbecken. Nein, du kannst auch. Es gibt auch einen großen Pool. Echt? Nein. Ja. Dann gucken wir erstmal, was es an neuen Möbeln gibt. Ein Samurai-Schloss. Nein, wie cool. Okay, das ist perfekt. Was für Dächer haben die denn in China? Welche Farbe? Pink. Ich glaube nicht. Sie kriegt auf jeden Fall ein Designerhaus, aber nicht, nicht Mini. So groß ist schon schön. Ich habe keine Ahnung, welche Farbe chinesische Dächer. Ich finde, die Farbkombination ist schon ziemlich cool. Das lassen wir einfach so. Nein, das vielleicht nicht. Und am Ende der Straße steht mein Haus mit Pool. Oder so. Das finde ich ziemlich cool. Ein Schwimmbad. Da ist nicht so wirklich eine passende. Oh, Samurai-Fassade. Okay. Guck, ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts angefangen zu sagen. Wer wollte nicht schon immer ein Schwimmbad im Garten haben? Kann ich damit schwimmen, bitte? Oh, eine Fischtür für die Katze. Ah, ist das cool. Aber die gibt es nur in blöden Farben. Dann keine Fischtür für die Katze. Dann gibt es irgendwo Bambus, habe ich gesehen. Was haben wir denn noch Schönes hier für so eine Hütte? Der Hütte Handwaschbecken. So. Das Garten ist eine gute Tür. Sandburg. Und jetzt noch den Zaun. Was ist für ein Zaun? Also ich habe irgendwie ein Problem damit, dass ich hier irgendwie nicht eine Sandgegend genommen habe, weil ich habe eine Sandburg zu platzieren. Bambuszaun natürlich. In Erde sieht... Aber der sieht blöd aus. Seltsam aus. Was ist das? Eine süße Mauer. Sind das Süßigkeiten? Nein, wirklich. Das sind Süßigkeiten. Ich glaube, ich nehme die Hecke, die sah am schicksten aus. So, den Wasserschlauch, um das Planschbecken wieder zu befüllen, stellen wir daneben. Da ist die Pumpe neben, also Wasserhahn. Und hier das Haus direkt am Abgrund, dann kannst du immer drauf gucken. Sie hat ein Kind, ne, bei mir. Ja, ein Kind. Ja, Kängurus haben immer Kinder dabei. Hallo, echt? Wo bist du denn? Ich muss deine Reaktion sehen. Setz dich mal hier hin. Was haben wir hier? Oh, wow, genau. 4, 7, 10 neue Möbelstücke hat sie. Ja, ich habe auch nicht so viel neu gekriegt. Das ist ja krass wenig. Womit fangen wir denn an? Ach so, ich hab, ja gut, das haben wir jetzt, müssen wir vielleicht noch ein bisschen was an der Fassade machen. Was hast du dagegen? Sie ist rosa und schön, die Blume. Stacheldrahtzaun Blau? Für Kinder, finde ich super. Das ist richtig modern, du. Oh, in pink. In lila, es passt zur Hausfassade. Okay, das bleibt. Stacheldrahtzaun in lila? Nein. Das finde ich aber ziemlich brutal von dir. Nein, du willst, dass ich die Kinder umbringe, nein, oder? Nein, lass doch mich, schon. Nein. Doch, du hast gesagt, du setzt da Stacheldrahtzaun. Ich habe nur gesagt, es gibt Stacheldrahtzaun. Warum so die armen Kinder? Wobei. Okay, Sandkasten ist ja anscheinend scheißegal. Was sind denn japanische Blumen? Madame, ne, du hast ein Kind. Das Ich habe, glaube ich, nicht die beste Gegend für ein Kind. Also sehr kinderfreundlich. Warum? Ist das hier nicht. Was ist deine da Gegend? Da ist eine Klippe rechts und links. Warum hast du das? Aber frag nicht so was Schwieriges. Das ist ja, okay. Meine ist auch an der Klippe, aber sie will auch Fernost-Klima haben. Hey. Hoppala. Danke. Und hier einfach niesen. Was für Blumen passen denn in Fernost?
blöde Planschbecken. Plansch woanders. Liebesrose. Nein, das passt farblich nicht. Die lilanen. Also, ich finde das super toll, ja, wenn das Kind da abstürzen kann. Ich dachte, die werden blauer. Machen wir den Sandkasten dahin und das Planschbecken daneben. Das ist fürs Kind, aber die Sandburg, ne? Kann ich die nicht in den Sandkasten setzen? Ich glaube, mehr passendes habe ich nicht am Pflanzen. Den Baum hier drüben? Nein, das ist scheiße. Hier. Bist du schon wieder bei Blumen? Du bist viel zu schnell. Hat sie denn nichts, was sie sonst noch haben will bei dir? Nein, sie hat da nichts hingestellt. Ich könnte einen Teppich reinlegen. Hi, du rutschst da runter und den Abhang runter. Das ist eine super tolle Idee. Vielleicht rutschen wir andersrum, ja. Das sieht sich raus. Man kann aber draußen jetzt nicht wirklich irgendwie andere Erde machen oder sonst was, ne? Gras. Was ist denn das? Ein Heiztisch. Hat sie sich gerade erschrocken, als ich den weggeworfen habe? Sie will doch nicht wirklich so einen hässlichen Waschbeckenhalter draußen haben, oder? Warum? Das ist total kacke. Ja, für die Kinder, damit sie ihre Haare, Hände abwaschen können. Aber sie hat geklatscht, also will sie es. Dann kriegt sie es sofort hier hin. Sieht zwar kacke aus. Also ich weiß nicht, was ich da reinstellen soll. Sie will einfach nichts. Ja, das finde ich auch ganz schrecklich. Da hast du recht. Na gut. Lila Blumen. Ja, du magst Lila Blumen. Das ist schön. Coole Becken. Was habe ich denn für einen Scheiß bekommen? Das passt gar nicht zu dem, was sie will. Supi, ich habe nichts, was ich für sie hinstellen könnte. Ehrlich. Was soll ich denn jetzt machen? Nein. Sie hatte keine passenden Möbel dabei zu dem, was sie will. Einen Heiztisch, der ihr nicht gefällt, einen Telefontisch, einen Orangenkorb und ein Telefon. Das passt alles nicht. Ich habe einfach keine Möbel für Fernost. Was okay. Mache ich denn jetzt? Nicht Fernost bauen. Ich hab keine Ahnung. Was soll ich denn tun? Ich kann nichts tun. Wie ihr die Palme nicht gefällt, zu ihrem Haus. Warum nicht? So, jetzt kommt hier niemand mehr rein. Da hat sie genickt, ist also okay. Dann setzen wir hinten ein kleines Bäumchen. Bäumchen, hast du gesehen? Oh, ich habe ein Bäumchen gesagt. Ja, du bist auch ein Bäumchen. Was magst du? Magst du Birnen? Magst du Birnen, einen Birnenbaum? Mama, komm mal her. Ich muss das sehen. Ich weiß nicht, was ich tun soll, ehrlich. Ach, so ein Birnenbaum im Garten. Ja, malen nach Zahlen. So, ich bin im Garten fertig. Vielleicht hat sie ja innen ein paar Möbel, aber ich befürchte nicht. Die Blume interessiert sie gar nicht. Oh doch, drei Möbel. Da ist ja schon mal was. Den Heiztisch, tatsächlich, aber das sieht doch nicht nach Fernost aus. Ein Fernostkissen, das ist das einzige... Was aus Fernost kommt? Also ich habe die Fernostmöbel schon viel, viel eher gekriegt. Irgendwann mal, glaube ich. Was für Fernostmöbel? Wie sehen die aus? So Samurai-Style. Ich glaube, ich bin auch draußen fertig erstmal. Ich habe sowas nicht bekommen. Mama Ru kommt mit rein. Was hat sie denn wohl an... Sie hat gar nichts an Inneneinrichtung! Ja, mach noch einen Pool rein. Was? Beste Idee ever. Sie kriegt aber nur ein Haus mit Pool. Was anderes wollte sie auch gar nicht. Ja eben, sie will doch nur Pool. Pool und Pool, aber sie hat ein Kind. Sie hat genickt bei dem Bett. Es hat nur keinen Platz für das Bett, weil der Tisch so viel Platz wegnimmt. Ups. Kinderbettchen. Kann man da drüber laufen über die Kissen? Irgendwie habe ich ein Déjà-vu, dass ich das hier alles schon mal gebaut hätte. Ja, bau einfach das Gleiche wieder. Ja, so ungefähr fühlt sich das gerade an. Ich meine, sie heißt halt nun mal das Gleiche wie gerade. Sag ich schon gar nicht. War wie in der vorletzten Folge. Ja, fertig mit deinem Wohnzimmer. Keine Ahnung, was ich tun soll. Was soll ich denn ohne Möbel machen? Ja, was soll ich denn sagen? Die hat gar nichts. Die hat nicht mal eine Vorgabe für mich. Ja, aber sie hat wenigstens Möbel, die dazu passen. Die hier hat keine Möbel, die zu irgendwas passen. Bibliotheksteppich, den finde ich passend. Der sieht nach Fernost aus. Vor allem die Fernost-Sachen, das ist ein Heiztisch. Guck mal, also ich habe schon die Shoji-Wand. Das ist zum Beispiel Fernost. Was ist eine Shoji-Wand und wo drunter ist die? Unter Wände. Hä? Sie heißt wirklich Shoji-Wand. Ja, unter was für Wände? Unter Tapete? Ja. Oh. Ja, was sonst ja, aber Wände? Das ist nur Tapete, das bringt mir ja nichts. Ja, aber es ist Fernost. Da sagt sie ja nichts dazu. Sie freut sich ja nicht drüber, sonst was. Meine Tante hier weiß auch nicht, was sie will. Was gebe ich dir denn für eine Wand? Sag doch mal was.
Kellerwand, Betonwand. Oh, du kriegst eine Pünktchen. Das ist gruselig. Was? Nix. Ah, hier wäre eine Buntholzwand. Ich finde sie cool. So, und dafür. Korkboden, Schulraumparkett. Wieso Schulraum? Nee, in keiner Schule gibt es Parkett. Nicht? Also, meine Schule hatte auch Parkett. Ich kann dir eine Wiese. Ich weiß nicht, an was für einer schlechten Schule du warst, aber bei uns hattest überall Parkett und sowas. Ich will das gar nicht hören. Tja. Bist du etwa gerade mal am Verzweifeln, ausnahmsweise mal? Die hatte einfach keine Möbel dabei. Was soll ich hier reinstellen? Ein Telefon? Das sieht aber nicht nach Fernost aus. Was soll ich tun? Ein Teeschrank hat sie noch. Oh ja, ganz super. Meine will kein Bett haben. Fürs Kind war okay, aber für sich selber nicht. Pink, magst du Pink? Ich kann hier einfach nichts tun. Das ist so eine beschissene Aufgabe, das hier. Das gibt's schon nicht mehr. Das mag sie. Weißt du, das wäre eine coole Aufgabe, wenn da wenigstens Möbel bei wären, die ich benutzen kann. Aber ich habe hier keine Möbel, die ich dafür benutzen kann. Sie hat einfach keine Möbel. Und nichts Neues mitgebracht. Nein. Nicht verzweifeln. Ein Kohlebecken. Hier, nimm dein Kack-Kohlebecken. Du, da weiß ich ja schon mal, welche Welt ich hier nicht designen werde. Hier, kannst du neben deinen Nachttisch stellen. Als Nachttisch hinstellen. Ja, viel Spaß damit. So eine Scheiße. Sie will nicht, dass ich Kinderspielzeug hinsetze. Du kriegst hier keinen Pool rein, vergiss es. Warum soll ich dir noch einen Pool reinstellen? Teeset habe ich doch irgendwann mal bekommen. Ich stelle dir wirklich einen Pool rein, mal gucken, was sie macht. Ja, was soll sie machen? Sich freuen. Ja, ich mach das jetzt. Ich stelle dir Schwimmbad rein. Und sie findet das toll. Okay, Indoor-Schwimmbecken. Ja, wir machen einfach ein. Also hier ist die Kinderecke, da ist das Schwimmbad für Mama. Dann ist da in der Ecke so eine Massageliege. Was können wir denn hier? Warte, wir haben da irgendwo Nasszellen, eine Dusche zum Beispiel. Ja, ganz nett. Habe ich doch gesehen. Komm, Dusche. Ja, sie nickt. Boah, also eine hochmoderne Dusche, ja. Sehr schön, aber irgendwie passt jetzt der Boden nicht mehr so richtig. Also dieser Holzboden ist dann vielleicht nicht das Richtige. Ja, wir sollten dann vielleicht mal über Steinfliesen nachdenken. Ja, sieht besser aus. Arme Kind. Wehe, das Kind fällt ins Waschbecken. Also, ich nehme das gerade sehr ernst, was ich hier mache. Ja. Ja, ich auch. Ja, das ist eine super Aufgabe. Ich hatte noch nie in meinem Leben so eine super Aufgabe wie die hier. Das macht richtig Spaß. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie viel Spaß das hier macht. Ja. Oh, ein Telefontisch. Oh ja, den findest du ganz super. Das sieht so nach Fernost aus. Wow, meine Güte. Du hast echt Ahnung von dem, was du willst. Wahrscheinlich haben die Entwickler in dem Moment auch gedacht, Alter... Was sollen die denn da jetzt machen, Fernost? Ja, da hätte man so schöne asiatische Sachen machen können. Ich dachte, oh, das ist bestimmt voll cool. Aber es ist scheiße. Da weiß ich ja schon, was ich nicht wählen werde, falls es bei mir zur Verfügung steht. Warum? Möchte sie einen Fernseher haben, wenn sie im Pool liegt? Nein, will sie nicht. Wie, nein, willst du nicht? Doof oder so? Fernseher sind voll cool. Da sieht sie dann nach einer asiatischen Blume aus. Ja. Ja, irgendwie ist es scheißegal, was ich hinstelle. Sie interessiert das alles überhaupt nicht. Nimm das mal wahr, was ich dir hier hinhänge, Madame. So, Deko auf dem Tisch. Wo ist denn hier irgendwie was zum Schwimmklamotten oder so? Also irgendwie... Ich finde das sehr dämlich, wenn die einem nicht mal eine Vorgabe geben oder neue Möbel dabei bringen. Von dem, was sie haben wollen. Das Zimmer sieht so schrecklich aus. Hallo, ich habe ein Schwimmbad in meiner Wohnung. Was glaubst du, wie toll meins ist? Bestimmt besser als das, was ich hier tun muss. Hier, ein Minimalbett. In Japan hat man doch nur so... Minimalistischen Nein, Style. Da haben sie doch die Matten nur zum drauflegen. Da passt das doch super rein. Ja. Wie wär's mit einem Fernseher? Schrank noch hier, so. Ich finde, das sieht sehr toll aus, sehr schick. Ein Wand gesteckt. Ja, findest du super? Ja, finde ich auch. Irgendwie ist mir das peinlich, was ich hier gerade mache. Tut mir leid, das ist das erste Mal, dass ich so eine Umgestaltung jetzt nicht ganz so ernst nehme wie sonst. Aber das ist auch furchtbar hier. Das hier ist furchtbar. Hier hast du ein Blümchen an der Wand. Ich mach dir auch noch einen Fernseher, dann kannst du Fernseher gucken. Ja, beschwerst dich nicht? Oh, meine Nerven. Ich habe ja schon
viel Schreckliches gemacht, aber ich glaube, das ist das Schlimmste. Schatz, ich glaube, das bei mir nicht besser. Also ich glaube, das Äußere gefällt mir besser als das Innere. Aber das Äußere hatte ich ja noch nicht mal irgendwelche Vorgaben. Du hast ja wenigstens Pool gehabt. Hier ein Blumengemälde. Ja, findest du super? Hier, ich häng's dir übers Bett. Bitteschön. Hast du ein Blumengemälde? Jetzt habe ich die Blumen umgesetzt. Ich wollte die Blumen setzen. Das ist hässlich. Der passt. Soll noch eine Dusche hin. Hier direkt neben dem Eingang. Falls Leute vorbeikommen, kannst du ihn noch nackt duschen. Nicht. Hab nur mit Mama Ru gesprochen. Also irgendwie ist das sehr seltsam. Und die Folge geht auch schon wieder furchtbar lang. Wie weit bist denn du? Ja. Also ich würde sagen, mein Horrorheim ist fertig. Ja, meins eigentlich. Also es ist nicht besonders schön, ich bin auch nicht besonders stolz drauf. Ja, ich auch. Aber ich finde das Thema blöd und es gab kaum blöde, tolle Möbel und deswegen rede ich jetzt mit Mama Ru. Ja, richtig. Warte, ich muss nur noch mein Telefon drehen, das steht falsch rum. Okay. Sag nicht, du bist schon fertig, Gänseblümchen. Flott, flott! Ja, fix. Ist die Arbeit getan, Kätzchen? Erledigt. So, dann schauen wir mal. Tatsächlich? Boah. Ich kann es kaum erwarten, alles in Augenschein zu nehmen, Kätzchen. Für deine Mühe kriegst du vorab schon mal einen Blumenregen. Aber ja, ich bin aufgeregt. Wie viel redet deine doch? Ich bin total cool. Yo, wo geht's lang? Flott, flott. Ich hab schon gestartet. Ja, aber kann ja nichts, wenn ihr so viel labert. Wohnzimmer mit Fernost-Flair. Wohnzimmer nur. Haus mit Pool. Du meinst eher Pool mit Haus. Ich bin mal gespannt, was sie daraus macht. Ja, das ist sehr minimalistisch. Am besten finde ich den Kohleofen da, auf dem die Teekanne drauf steht. Oh Mann, eigentlich hat sie eigentlich nur vier Wände und einen Pool reingekriegt. Dann eine moderne Dusche und eine Kinderspielecke. Und sie schläft auf dem einzigen Bett. Ich meine, du hast einen Pool, ja? Schlaf im Pool. Sie hat ein Telefonschrank, auf dem ein Telefon steht. Und er nimmt einfach... ist die Inneneinrichtung von ein Drittel des Raums. Wieso? Wie sitzt sie denn auf dem Sofa? Sie sitzt so, dass ihre Füße an die Wand berühren. Also durch die Wand durch oder so. Ich, keine Ahnung. Ja, okay. Jetzt steht sie mitten im Raum. Oh, es ist so schön hier. Lass es uns einfach zu Ende bringen. Und sie sitzt schon wieder auf dem Sofa. Mach doch mal irgendwas. Du hast einen geilen Pool im Haus. Meine Güte, sie weißt du, wie viel Arbeit das hat? Sie singt die Tür an. Also es war wirklich nicht sehr... Tut mir leid, dass... Also, das Design zwischen Miri und mir, das könnte ja... Was fandet ihr schrecklich? Was ist das kleinere Übel? Ich finde, mein Haus ist zerpassend zum Thema, aber mehr auch nicht. Und Pfirsich. Ich finde, dieses Rosa vom Pfirsich passt sehr gut zu Penhouse. Sie hat die Blumen gegossen. Sie steht neben dem Baum und tanzt. Und jetzt läuft sie... Oh nein, ich glaube, sie springt in den Abgrund runter. Nein, spring nicht, Franka, es tut mir leid. Spring nicht. Diese Reifen scheinen sehr bequem zu sein, aber sie setzt zwischen zwei Reifen. Warum? Jetzt steht sie vor ihrer Hauswand und singt die an. Ah, sie kann singen, wow. Okay. Und meine fegt und fegt und fegt. Ja, als Mutter aber muss man das ja machen. Ja, aber sie sind nicht, ich habe ihr einen Pool gebaut, sie soll gefegt schwimmen. Oh, sie fegt die Büsche, sie fegt die Büsche. Ja. Ich feg auch immer draußen im Gras, weil das natürlich so viel Sinn macht. Viel besser wäre es gewesen, wenn ich eine Wüste gehabt hätte, da hätte sie echt viel zu viel. Ich bin fertig, und du? Ich auch, jetzt bin ich mal gespannt, was du sagst. Vielen Dank. Ich weiß, warum ich dich für diesen Auftrag ausgewählt habe. Auf bald in meinem Heim, Kätzchen. Ja. Gänseblümchen, du bist mein Held. Hast echt was bei mir gut. Flott, flott. Oh, ich scheine das richtig gut zu machen. Ja, du hast ja auch nur einen Pool hier reingesetzt. Erkenntnis. Ich habe Neugier bekommen. Ja, sind jetzt nicht die schlechtesten Emotionen. Aber das schlechteste Haus. Tja, ihr Lieben, aber eine lange Folge. Wir hoffen, euch hat sie gefallen. Falls ja, lasst ein Däumchen nach oben da und ja, schaltet morgen wieder ein zur nächsten Folge. Genau. Animal Crossing. Happy Home Designer. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.